ist wirklich Shelia der Grund, dass wir überhaupt hier miteinander sind, weil sie mir ein wunderbares Geschenk gemacht hat, von das Buch von Michael Neal damals, das irgendwie zu Augen öffnen und auf Bänke sitzend und staunen geführt hat. Und dafür bin ich dir natürlich unglaublich dankbar. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns im Salon bist. Und übergebe dir das Wort und dann schauen wir mal, was passiert. Sehr schön. Dankeschön, Lea. Es kommen, glaube ich, noch einige Leute dazu. Wir werden schauen. Hallo alle zusammen. Unbekannterweise, wir kennen uns nicht, aber ihr kennt euch ganz sicher. Also ich verlasse mich einfach auf euer gemütliches euch kennen, um heute den Abend zu tragen. Und ich versuche mich in eurer Mitte, mich einfach auch wohl zu fühlen, weil ich glaube, wer bei Lea ist, ist auch ja, jemand, bei dem ich mich auch sehr wohl fühle. Und heute, wie in dem Intro-Video angekündigt, möchte ich über das Thema Life Unfolding sprechen. Oder auf Deutsch gesagt, das Leben, das sich entfaltet. Und eine der wichtigen Momente auf meinem eigenen Weg in den letzten 5 Jahre, wo ich in diese Richtung schaue, zu den Three Principles, wo er auch sicher schaut seit einer Weile, war, ist immer dann gekommen, wenn ich die persönlichen Geschichten derjenigen gehört habe, die über ihre Aufwachmomente erzählt haben, über ihre Moments of Truth, wie Lea und ich das so nennen in letzter Zeit, gell, Lea? So diese Momente, wo wir ja einfach was Neues sehen. Und diese Geschichte möchte ich mit euch teilen. Und mein Weg der letzten Jahre mit euch teilen, bis wir dann in einen Dialog zusammenkommen. Und zwar, ich fange einfach in dem Jahr 2014 an. Das war meine erste Begegnung mit den Three Principles. Und zu der damaligen Zeitpunkt war ich eine aufstrebende Online-Unternehmerin. Mein Business hat begonnen, gut zu laufen, nachdem ich in 2009 losgestartet bin. Und ich hatte sehr viel im Leben. Ich hatte Erfolg in meinem Geschäft. Ich hatte ein warmes Bett, in dem ich mein Köpfchen legen konnte. Eine super schöne Beziehung mit meinem Mann, mit dem ich schon ewig zusammen bin. Ich hatte Gesundheit und doch im Innen war ich nicht wirklich so glücklich, wie ich im Außen erschienen habe. Ich war nämlich eine gestresste und abgerackerte Unternehmerin, die Tag und Nacht gearbeitet hat, die ständig Ziele gesetzt hat im Außen, immer denkend, dass wenn ich diesen Umsatzziel erreiche, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich diese Gewinnmenge erreiche, werde ich glücklich sein. Wenn ich die Menge an Kunden habe, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich diese Kilos auf der Waage habe, dann werde ich glücklich sein. Also ich könnte eine ganze Latte an Dinge aufklären oder aufzählen, wo ich gedacht habe, wenn ich das erreiche, dann werde ich glücklich sein. Weil ich habe trotz meiner sehr vielen Coaching-Ausbildungen, mein Masterstudiengang sogar in Coaching, immer noch geglaubt, dass das Glück im Außen liegt und dass das Leben von außen nach innen gestaltet wird. Und obwohl ich einen sehr sonnigen Gemüt hatte, ein sehr freundlicher und warmherziger Mensch war, bei mir im Innen waren sehr viele Aufwellungen von Aufs und Abs. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, aber dieses wellige Innenleben, das ich hatte, habe ich nicht mit anderen Menschen geteilt, also nur mit meinem Mann.
Der kannte das wahre Ich. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch eines Tages, wo ich ihn in der Arbeit gerufen habe, um einfach mal Hallo zu sagen. Er war total schockiert und meinte, was ist los? Gibt es ein Problem? Und ich sagte zu ihm, nee, warum soll es ein Problem geben? Er meinte, ja, Shalia, immer wenn du anrufst, hast du eine Krise, ein Drama. Und er war schon drauf gepolt, das von mir zu hören. Zu dieser damaligen Zeit war ich in Coachings. Und zwar habe ich ganz hochgerätige Top-Coaches und Mentoren geholt, die mir mit meinem Business helfen sollten, weil ich immer noch nicht erfolgreich war für mich. Und eine davon war die Nicola Bird. Ich weiß nicht, ob ihr auf die gestoßen seid in den letzten Monaten. Lea, hast du über Nicola gesprochen vielleicht auf dem Weg? Ich höre dich gar nicht, Lea. So. Einzeln bei Einzelnen im Coaching, aber nicht in der Gruppe. Mhm. Ah, in der Ausbildung. Mhm. Ja. Nicola war oder ist die Gründerin von Jigsaw Box. Das war damals eine Software von Coaches für Coaches. Und sie war eine Frau, die ihr Business von 0 auf 1 Million gebracht hat in sehr kurzer Zeit. Und die ich beauftragt habe, um mich zu coachen, um mein Business erfolgreich zu machen. Und was Nicola ausgezeichnet hat, ist, dass sie immer auf dieser höher, schneller, weiter unterwegs war. Die war eine richtige Powerfrau. Und ich bin über einige Monate in ihrem Business im Hintergrund und durfte einen Einblick hinter den Kulissen erlangen, weil ich wurde zu einer Art von Online-Business-Managerin von Nicola, weil ich wirklich sehen wollte, wie sie ihr Geschäft macht. Und obwohl sie nach vorne ein sehr glückliches Bild gemacht hat, wie wir alle machen auf Social Media und in der Welt nach außen, gerade wenn wir unser Business vermarkten oder was auch immer, sie hat dieses Bild von: Ich habe 3 kleine Kinder, ein erfolgreiches Geschäft, ich mache das alles in meine Pyjama. Und sie trat immer auf in Webinaren in ihr Pyjama und machte einen sehr entspannten und freudigen Eindruck. Nur hinter den Kulissen bei ihr habe ich auch gesehen, sie ist keineswegs glücklich. Sie ist gestresst, sie ist auch immer eine unsichtbare Karotte, immer hinterherjagend. Und dann plötzlich in 2014, obwohl ich sie eine Weile, vielleicht ein paar Jahre nicht mehr persönlich gesprochen hatte, habe ich begonnen, Kommunikation von ihr mitzubekommen über E-Mails und Webinare und Co. Und ich habe gemerkt, irgendwas hat sich bei ihr verändert. Sie ist nicht mehr dieselbe Powerfrau, die alle nach vorne pusht und keine Geduld hat mit der Welt und sich, sondern sie hat plötzlich in sich eine unglaubliche Ruhe. Ich habe es wirklich in jede Kommunikation gespürt. Und sie sprach von Simplicity, also Einfachkeit, und von Michael Neal und von den 3 Principles. Und ich habe nur in den nachfolgenden Wochen und Monaten, wo sie immer weiter kommuniziert hat, gemerkt, irgendwas hat sich gewendet um 180 Grad und was auch immer sie hat, das will ich auch. Weil dieses Gefühl so durch mich durchgegangen ist. Und ich habe sie eines Tages angesprochen und sie erzählte mir ein bisschen mehr von den 3 Principles und erzählte mir, dass sehr bald in Oslo in Norwegen, dass der George Pransky und Linda Pransky, die direkt mit Sydney Banks von ihm gelernt haben, dass sie dort ein Seminar halten. Und ich habe gedacht, okay, ich buche das, ich gehe hin, 2 Tage, ich schaue mir an, was sind diese 3 Principles. Und ich trat dort an und es war so ein großer Raum und Linda und George, die saßen unscheinbar vorne im Raum, ebenfalls eine unglaubliche Ruhe ausstrahlend. Und sie begannen von einem Paradigmenwechsel zu sprechen. Ein Paradigmenwechsel
die die Menschheit verändern wird. Und ich fand das ziemlich hoch angesiedelt. Aber ich hörte zu und sie haben über einige Tage von der Tatsache gesprochen, dass wir Weisheit in uns tragen. Sie sprachen über High Moods und Low Moods, also so Gedankenenergie, die kommt und geht. Linda sprach darüber, wie wir die Welt anders sehen, wenn wir in einer High Mood sind, als wenn wir in einer Low Mood sind. Aber zwei Dinge sind mir in den zwei Tagen insbesondere hängen geblieben von all dem Gesprochenen. Linda und George waren übrigens auch völlig unvorbereitet. Es gab keinen Seminarplan. Sie haben einfach irgendwie losgeredet. Und zwar das Erste, was bei mir geblieben ist, war eine Sache, die George sagte, nämlich sowas wie die Frage, sich zu stellen, wie mache ich mich in dieser Welt, ist eine der stressigsten Sachen, die wir machen können. Das war, glaube ich, am ersten Seminartag. Und ich nahm dieser unscheinbare Nebensatz mit mir in den Abend. Und ich weiß noch, am nächsten Tag, ich stand auf, wo es darum ging, wir sollten uns melden zu dem, was wir gehört haben. Und ich weiß noch, ich habe zu George gesagt, George, das, was du gestern gesagt hast über dieses sich fragen, wie mache ich mich in dieser Welt, das mache ich andauernd. Und das fühlt sich extrem schwer an. Als ich das ausgesprochen habe, weiß ich noch, ich habe eine große Last auf meinen Schultern gefühlt. Und George hat nichts dazu gesagt. Er hat mich nur wissend angeschaut und ich habe mich wieder hingesetzt. Und das war irgendwie so der erste Moment, wo ich gespürt habe, dass die Tatsache, dass ich denke und zusätzlich diesen Gedanken, wie mache ich mich und das Gefühl nicht zu genügen, jedes Mal, wo ich mir diese Frage stelle und das auch noch zu glauben, dass das Schwere verursacht, dass meine Gedanken Schwere verursachen, wenn ich sie glaube. Und eine zweite Sache war etwas, was der Veranstalter des Events gesagt hat. Es ist bei mir hängen geblieben an dem Tag. Er kam nach vorne und er hat George und Linda bedankt. Der heißt Eric Olson. Wenn ihr in der Three Peace Community bleiben solltet, ihr werdet ihn auf jeden Fall begegnen. Der und seine Frau Mara Gleason, sie haben One Solution in Chicago, wo sie Jugendliche helfen, Friedensrebellen zu sein durch die Three Principles. Und Eric hat sowas gesagt wie, er wollte mitteilen, was er gesehen hat in den zwei Tagen. Und was er gesehen hat, ist, er hatte einen Gedanke jeden Tag, der ihn belastet hat. Und an dem Tag hat er gemerkt, und wenn ich diesen belastenden Gedanke immer denke, bis zu meinem Lebensende und es nie loswerde, dann ist es okay. Und ich dachte mir, ja, ich habe auch so einen Gedanken. Ich nenne das heute meine 7 Uhr Frühgedanke. Nämlich zu dem Zeitpunkt, ich war im 5. Jahr meiner Selbstständigkeit und ich bin jeden Morgen aufgestanden um 7 Uhr mit meinem Wecker. Und mein erster Gedanke des Tages war, Shelia, Online-Business ist viel zu schwer. Du bist zu sensibel für diese gesamte Geschichte. Und eigentlich müsstest du was anderes machen. Ich bin jeden Tag mit diesem Gedanken aufgewacht. Und ich habe jeden Tag über 5 Jahre diesem Gedanken geglaubt und bin in dem Gefühl gewesen, ich bin fehl am Platz in meinem Business, in dem, was ich ausgesucht habe zu tun. Und an dem Tag habe ich gemerkt, nein, das ist nur ein Gedanke. Der kann mich den Rest meines Lebens jeden Morgen um 7 Uhr begleiten, wenn er mag. Aber das sagt nichts über mich aus. Das ist nicht meine Realität. Und ich sage euch, was verrückt ist, dieser Gedanke blieb bei mir noch weitere 5 Jahre, nämlich bis 2019. Und jetzt ist er nicht mehr da.
Also das sind die zwei Dinge, die ich an diesem Seminar mitgenommen habe. Also ich habe ein bisschen aufgewacht zu Gedanken an diesen zwei Tagen, nur ein kleines bisschen in diesen zwei Bereichen. Die Schwere von, wie mache ich mich als Frage, und die Idee, dass ein Gedanke mich nichts anhaben kann. Ja? Und ich bin mit dem Gefühl rausgegangen in mein Leben und ich dachte, ich will mehr sehen. Und so habe ich Nicola Bird gebucht für einen sogenannten Intensive. In der Three-Piece-Community ist das ein sehr übliches Format der Auslieferung von was ich heute nenne, Sobate. Michael nennt es das the Transformative Dialogue oder Conversation. Und Rumi, der Sufi-Mystiker, der hat das Sobate genannt. Das ist ein persisches Wort, S-O-B-B-E-T. Und es heißt das mystische Gespräch. Es ist, wenn zwei oder mehr Leute sich zusammentun und wo sie in eine Richtung schauen, nämlich zu ihrem höheren Selbst. Und Rumi hält das für die kraftvollste Art und Weise, mehr zu sehen über das Leben und wie wir Menschen ticken. Und so begaben sich Nicola und ich auf den Weg in ein Sobate über 3 Tage. Und ich kam mit einer riesigen Liste. Am ersten Tag hat sie gesagt, Shadia, was möchtest du hier machen? Was möchtest du gelöst haben bis zum Ende dieser 3 Tage? Und ich habe gesagt, ich habe diese Herausforderung, ich habe dieses Problem, ich habe dieses Problem und das ist auch noch da. Und wir haben an einer Tafel alles aufgeschrieben, 1 Stunde lang. Und am Ende des Aufschreibens, Nicola blieb ganz cool, hat sie dann zu mir geschaut und gefragt, Shelly, ist es okay für dich, wenn wir diese Tafel für die nächsten 3 Tage beiseite tun? Sie drehte die Tafel um und ich war empört. Ich hatte 3000 Pfund gezahlt, um dort zu sein, und dann wollte sie gar nicht mit mir über die Sachen sprechen, wofür ich gekommen bin. Aber ich dachte mir, okay, sie wird schon wissen, was sie tut, und zur Not kann ich am Freitag rebellieren und den Tafel wieder umdrehen, wenn es sein muss. Und wir sprachen über andere Dinge. Wir sprachen über die Natur von Gedanken, dass sie kommen und dass sie gehen, dass ihre Qualität eine fließende Natur hat, dass sie wie Wolken am Himmel sind und nur Wetter darstellen, aber eigentlich hinter diesen Wolken der blaue Himmel immer da ist, unser tiefes Wohlempfinden, womit wir geboren sind, was nie weg ist. Und wir haben eine Sydney Banks Aufzeichnung gehört. Oh Gott, hat mir das wehgetan. Ich glaube, das war am 2. oder 3. Tag. Sie hat gesagt, oh, wir hören Sid an jetzt. Und ich konnte nicht. Ich habe Sid versucht zuzuhören mehrfach. Das ist so ein Schotte mit einem schottischen Dialekt. Und für mein Empfinden hat er immer Blödsinn nur geredet. Also es war für mich unentzifferlich, was er das gesagt hat. Und ich konnte nicht verstehen, wie alle irgendwie ihm zuhören konnten und mit irgendwelchen tollen Erkenntnissen davon gegangen sind. Und doch lagen wir auf den beiden Ledersofas in ihrer Bibliothek bei Rose Farm in Woking, England, 30 Kilometer außerhalb von London, und wir hörten Sid sprechen. Und ich hatte eine Erkenntnis. Ich habe in einem Moment gesehen, ich sage es auf Englisch und dann auf Deutsch, one problem, one solution. Es gibt nur ein Problem und es gibt nur eine Lösung. Und zwar, in dem Moment habe ich gesehen, dass natürlich spielt uns das Leben weiche und harte Bälle zu. Babys werden geboren, die riechen toll, wir haben Blumen, das sind die weichen Bällen. Die harten Bällen sind, wenn ein geliebter Mensch sterbenskrank wird, wenn wir unsere Arbeit verlieren, wenn eine Beziehung plötzlich zu Ende geht und wir haben es nicht erwartet. Natürlich passieren diese Dinge. Aber die eigentlichen Probleme, die wir haben, sind unsichere Gedanken, ängstliche Gedanken, sorgende Gedanken,
über uns selbst und über die Welt und über das Ist des Lebens. Und egal, um welches vermeintliche Problem es geht, ist es immer zurückzuführen auf Gedanken. Und daher ist immer nur eine Lösung, nämlich das System seine natürliche Art und Weise zuzulassen, dass wir Settling Down machen, dass die Gedanken wieder gehen dürfen und wir befinden uns zurück an dem Ort, wo es uns gut geht, egal was im Außen gerade passiert. Grateful in the high times and graceful in the low times. Also dankbar in den hohen Zeiten und anmutig in den niedrigen Zeiten. Ich weiß nicht, ob das gut übersetzt ist, Lea. Du musst mir sagen, ob das stimmig ist. So gut es passt. Ne? Ja. Und ich bin da rausgegangen und ich sage euch, ich fühlte mich tonnenleichter. Ich bin rausgegangen und ich habe gemerkt, dass all die Dinge, die auf der Tafel standen, keine Probleme waren. Die waren nur meine Gedanken. Und so musste ich nichts von all dem lösen oder mich mit dem beschäftigen. Die sind einfach im Nu aufgelöst. Und ich bin mit einem Riesengepäck gekommen und ein leeres Gepäck nach Hause gegangen. Und über die nächsten 2, 2,5, 3 Jahre, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, ich bin gegangen mit einem Gefühl von, okay, bei den Three Principles geht es um Gedanken. Und ich habe immer ein bisschen geguckt, ist das jetzt ein Gedanke oder ist das Weisheit? Ist das, fühle ich mich gerade so, weil ich gerade schlecht denke? Ist das bewusst oder unbewusst? Ich war wie, mein ganzes Erwachsenenleben war eine solche, dass ich jeden Gedanken geglaubt hatte, den ich hatte. Und auf einmal begann ich das alles in Frage zu stellen und habe wie eine Sensibilität entwickelt für Gedanken und habe ein neues Gespür entwickelt, für was da gerade passiert. Und über die letzten 5 Jahre habe ich mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, Kollegen, wie auch meine Kunden. Und was ich feststelle ist, dass es für viele häufig der Einstieg in die Three Principles ist, die Beschäftigung, die Auseinandersetzung mit den Gedanken. Warum auch immer. Vielleicht weil es verstandesnah sind, weil wir unser Leben in dieser westlichen Kultur sowieso sehr stark mit dem Verstand leben. Das liegt am nächsten, dass wir uns mit den Gedanken beschäftigen. I don't know. Aber irgendwann auf meinem Weg kam ich in die Supercoach Academy von Michael Neal, wo wir lernen, die Three Principles als Coaches einzusetzen in unserer Arbeit. Und ich weiß noch, ich glaube, es war wahrscheinlich in Venice Beach 2017, Lea, du warst ja auch dabei. Michael hat uns aufgefordert oder eine Frage gestellt, ich weiß es nicht, es war sowas wie, ja, aber was ist hinter den Gedanken? What's underneath the thoughts? Und jetzt kommen wir mehr in Richtung Life Unfolding. Und zwar, ich dachte, okay, Mind, Consciousness, Thought, das sind die Three Principles. Thought habe ich ziemlich gut. Er meint wahrscheinlich Mind. Irgendwie so diese tiefe Intelligenz hinter dem Leben, diese Lebenskraft. Und ich habe gedacht, okay, gut, Thought habe ich jetzt, gucke ich zu Mind hin. Und mein erster Zugang oder mein erster Instinkt war, das Ganze intellektuell begreifen zu wollen. Und ich habe gedacht, okay, gut, also wenn ich zuhöre in den Three Principles, alle reden vom Mind als eine Art von Navigationssystem. Irgendwie ist es da, wir haben da ein inneres GPS, ich habe das immer wieder gehört. Und ich habe begonnen zu gucken, wo, wenn ich vor einer Wende stehe und nach links oder rechts gehen will, kommt irgendwo von innen eine Gottesstimme, die mir sagt, gehe links, Shalia, anstatt rechts, das ist doch ganz klar. Ich habe immer nach dieser Stimme gesucht und geguckt, ist das stimmig?
ich habe mich auch zurückversetzt gefühlt in meine eigene Erziehung, in der christlichen Erziehung. Ich bin als Fundamental Baptist in Amerika aufgewachsen. Mein Großvater, meine Mutter waren sehr religiös. Ich dachte, okay, hat es mit the Father, the Son and the Holy Spirit was zu tun? Diese Trinity. Ich habe dort geguckt. Aber egal, wie ich versucht habe, mit meinem Intellekt mein zu begreifen, ich bin wie nur im Kreis gedreht. Und später in 2018, 2019 habe ich einen Text von Sydney Banks gelesen. Der hat gesagt, don't go searching for it. To search for it is to say that you don't have it. Geh nicht es suchen, weil es zu suchen heißt, du hast es nicht, aber das ist nicht wahr, du hast es. Es ist wie meine Nase auf dem Gesicht. Ihr seht, ich habe eine Nase. Wenn ich in die Welt hinausgehe und suche meine Nase, es macht überhaupt keinen Sinn. Sie ist da mitten in meinem Gesicht. Es an meine Nase zu suchen, wäre zu denken, ich habe keine. Aber auch das habe ich nicht begriffen, was er meinte damit. Ich habe nur gespürt, wenn ich mein intellektuell suche, dann tut's weh. Es verkrampft mich in meinem Verstand, weil ich beginne zu überdenken. Habt ihr das? Und so habe ich gewusst, ich muss loslassen von dieser verdammten Sucherei. Und ich habe einfach gedacht, okay, ich gebe auf. Mein wird sich zeigen oder es wird sich nicht zeigen. Und es hat sich gezeigt. Gewaltig. Und so wie ich in dem Intro-Video erklärt habe, mit dieser Burka, ich habe von dieser Friseursalon erklärt, wo man reingeht und diese Burka fallen ab. Und da steht eine wunderschöne Welt. So ist es mit diesem Life Unfolding. Und ich tue jetzt mein Bestes, um euch zu erklären, was ich gesehen habe, wohl wissend, dass die Worte niemals reichen werden. Michael redet immer von We're pointing at ice with fire. Wir zielen auf Eis mit Feuer, wenn wir Worte versuchen, auf eine größere, mystischere, spirituelle Ebene zu gucken, die Worte in der Form werden es schmerzen lassen. Es wird nicht reichen. Aber ich gebe mein Bestes. Und dann reden wir gleich drüber. Was ich gesehen habe oder was zu mir kam, war sowas. Es gibt etwas, was schon immer gewesen ist. Und zwar die Tatsache, dass das Leben passiert. Das Leben passiert täglich auf Millionen, Milliarden Ebenen. Wenn ich einen speziellen Raumanzug hätte, der nur mich trägt und ich könnte oberhalb der Erde gehen und auf die Erde zurückschauen, ich würde sehen kleine Tiere, die durch die Wüste gehen, das Leben passiert. Ich würde sehen Ameisen, die ihr Haufen bauen, das Leben passiert. Ich würde in ein Krankenhaus schauen, wie Kinder geboren werden, das Leben passiert. Ich würde in eine Bäckerei schauen, Brot wird gebacken, das Leben passiert. Ich würde uns zugucken können, wir haben ein Online-Treffen, das Leben passiert. Es passiert und es passiert und es passiert überall und wir sind in einem ewigen Kreislauf von Energie. Wir kommen in diese Form und wir gehen in eine andere Form, aber die Energie wird nicht weniger, es ist eine Energie. Und
für mich geht es nicht um ein Navigationssystem, was mich führt, sondern ein Leben, das sich aus mir heraus entfaltet, um mich herum und durch mich durch. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, Sekunde für Sekunde und so weiter. Und das ist ein Wunder. Das ist ein wahnsinniger Wunder, weil ich muss nichts Bewusstes hinzugeben. Es geschieht ohne mich und mit mir und durch mich. Es klingt verrückt, aber es ist so. Und weil ich nichts Bewusstes hinzugeben muss, kann ich einfach täglich auftauchen und auf diese das Leben passiert Energiewelle mitschwimmen und ich kriege einen Impuls, eine Hand zu Lea auszustrecken und zu sagen, Lea, ich glaube, meine Kunden bräuchten irgendwie eine Community, wo wir einmal im Monat oder alle zwei Wochen reden. Hast du Lust, das mit mir zu machen? Und Lea zu mir, Shelly, ich mache das doch schon. Willst du kommen und mit meiner Community sprechen? Und. Auf allen Ebenen passiert das Leben. Und was sich auch entfaltet, sind verrückte Gedanken, die ich hatte. Und auch das ist das Leben, das sich entfaltet. Nicht abwehren wollen von Gedanken, die ich vermeintlich schlecht finde, sondern alles annehmen, was kommt. Fühlend, wieder aufwachen, ach, ich habe schon wieder Drama produziert. Und auch das ist ein Teil dieser Entfaltung. Und weil das sich ohne mich entfaltet, Galaxien werden geboren ohne mich, Sterne kommen und sterben ohne mich, aus Ahornsamen werden Ahornbäume ohne mich, mein Dalmatiner-Baby wurde zu einem Dalmatiner, der 5 Jahre alt, ohne mich. Mein Verdauungssystem funktioniert ohne mich. Ich kriege diese Impulse ohne mich. Ich habe wie nichts zu tun und kann einfach mitspielen in der Entfaltung. Und seitdem ich das gesehen habe, Wahnsinn, Wahnsinn. Könnte heulen. Weil es ein Wunder ist. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Meine Frage an euch wäre, als erstes einfach zu beginnen. Ich kann viel sagen, was bei dir ankommt, ist entscheidend. Was hast du gesehen? Was hast du gehört in dieser ganzen Erzählung? Wer hat etwas zu mitteilen, wo du findest, das könnte für dich und für andere wichtig sein? Wir eröffnen, oder Lea, wir eröffnen das Sobet, dieses mystische Gespräch zusammen. Mhm. Zuerst einmal noch vielen Dank, Celia. Ich habe mitgelebt und mitgeweint. Mhm. Berührt durch, was Leben für dich sichtbar gemacht hat. Mhm. Und durch dich im Moment für uns alle. Und das ist immer wieder unglaublich. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, Lea. Einfach für dich, wir sind jetzt 11 alle zusammen und so haben wir oft den Breakout schon gemacht, dass sie zu zweit sich ausgetauscht haben, um dann wieder reinzukommen und so wie ein Satz oder etwas, das wants to be said, geteilt haben. Was denkst du, möchtest du im ganzen Raum oder sollen wir in die Breakout-Räume und dann so wie für eine Runde wieder zurückkommen? Ja, mein Gefühl ist,
ich kenne euch nicht. Und wenn ihr weggeht, dann kenne ich euch noch weniger. Und ich habe das, das Gefühl, euch alle bei mir halten zu wollen. Und deswegen würde ich gerne das gemeinsam machen. Gut. Ja, voll. Ja. Dann übergebe ich dir einfach wieder. Und jetzt, ich glaube, Shelia, du siehst alle, oder? Ich sehe alle. Ich sehe alle und wir können das einfach so mit wirklicher Handmeldung, nicht diese virtuelle Hand, weil das sehe ich nicht, weil ich nicht die Hostin bin. Genau, nur so, hä? Huh? Ja, ist das okay für euch? Gut. Perfekt. Ist okay. Sehr gut. Es ist, vielleicht darfst du, kannst du die Frage noch einmal stellen und wir sind jetzt ein bisschen mehr miteinander so im Gespräch und es ist aber immer wieder unglaublich schön und berührend und hilfreich voneinander zu hören. Also auch einfach, ich habe übrigens noch Feedbacks bekommen vom letzten Salon, dass verschiedene gesagt haben, wie toll es war, auch wieder von den anderen zu hören. Und auch wenn wir wieder eine neue Gruppenzusammenstellung sind, ich freue mich darauf, was auch immer von euch kommt. Ja, ich mich auch. Und die Frage war einfach, was hast du gesehen, was hast du gehört, während ich gesprochen habe, für dich persönlich? Und es kann alles sein. Ja, Elisabeth. Du bist noch auf Stimme, Elisabeth. Ich habe sie. Ist gut. Ich schaue. Ja. Gleich habe ich mich selbst ausgestellt. Also erstmal vielen lieben Dank. In mir ist so viel passiert. Es war total faszinierend. Ich war, wie soll ich sagen, ich bin noch relativ frisch in dem ganzen Thema drin, aber trotzdem relativ intensiv da schon da reingekurselt. Und das, was für mich so, wie soll ich sagen, was mir auch mein Herz so ein bisschen zum Schlagen gebracht hat, weil das so irgendwas in mir wirkt, ist dieser Satz, es geschieht ohne mich. Das ist so das, was für mich gerade noch so das goldene Etwas war, weil ich tatsächlich die letzten Tage immer wieder auch mit ähnlichen Gedanken wach geworden bin und immer noch festgehalten habe und gesehen habe, ich halte den Gedanken fest und irgendwie wollte dieser Impuls nicht los und ich habe gedacht, ich kann den Gedanken steuern, aber das war total abstrus. Ja, also diese Aussage, es geschieht ohne mich, das macht mit mir gerade irgendwas. Ja. Ja, es gibt eine große Unterhaltung in den Three-Piece-Communities weltweit. Häufig wird die Frage gestellt, wie viel Kontrolle habe ich wirklich hier auf diesem Planeten? Wie viel ist vorbestimmt, wie viel ist nicht vorbestimmt? Für mich sind die beiden Fragen weniger interessant, als einfach zu beobachten, wie viel in der Welt ohne mich geschieht. Und insofern kann ich in sehr große Resonanz mit dem gehen, weil das zu beobachten ist ein Wahnsinn. Ja, ich merke das. Also da irgendwas schwimmt durch mich durch. Ich kann es nicht so ganz greifen. Schön. Dankeschön. Schön, danke schön, Elisabeth. Ich darf ich noch was dazu sagen? Sicher, Lea, sicher. Ich hatte sogar eine spezielle Empfindung auch gerade zu diesem Thema. Ganz in meinem Leben zu sein und doch geschieht ganz viel ohne mich. Also so was. Ich habe am Wochenende hatte mein Sohn Geburtstag und ich habe dir heute Morgen erzählt, dass ich so gespürt habe, wie ich präsent war im Moment und diesen Geburtstag erlebt habe und nicht mit Organisieren und Morgen und Hö und Hü beschäftigt war. Und doch war diese Empfindung mit dabei, auch da muss ich nichts tun.
im lebend sein, being alive. Ja. Das war so noch ein Ticken mehr Leichtigkeit reingekommen. Mhm. Ja. Mhm. Danke, Lea. Möchte sich oder kann sich noch jemand melden? Vielleicht ist es dieses Vilja? Ich mach dich. Vilja. Ich hab dich, ja. Ja, jetzt aufgehoben. Jetzt? Okay. Ich hoffe, meine Hintergrundgeräusche sind jetzt nicht allzu laut. Okay, ich fand es auch ganz spannend, dir zuzuhören, und ich danke dir sehr fürs Teilen. Und für mich hat sich das, wie Elisabeth, sehr leicht, sehr schön angehört, dieses frei von Erwartungen zu sein und die Herangehensweise, dass ich nichts dazu tun muss. Und meine, ich habe eher eine Frage dazu, denn als du gesagt hast, du kamst mit einer riesen Liste zu Nicola, und das geht mir ähnlich immer, oder darin habe ich mich so wiedergefunden, sehr viele Fragen, die ich dann auf einmal habe und die ich immer mit meinem Kopf beantworten möchte. Ja. Und sie schiebt die zur Seite und ich konnte so richtig nachvollziehen, was du dann empfindest. Und meine Frage ist, wie gehst du jetzt nach deinem, was du gesehen hast, damit um, dass du ja doch noch, wie soll ich beschreiben, irdische Dinge, dass du normale To-Dos hast. Also deine Liste ist ja nicht weg. Du siehst sie nur anders. Wie gehst du damit um, dass sie dennoch deine Wünsche, deine Ziele, deine kognitiven Dinge, die du dir wünschst, dennoch da sind? Also für mich ist die Balance zwischen alles geschieht auch ohne mich und dem, was ich aktiv dazu tue, um meine Ziele zu erreichen, ist manchmal so schwer zu greifen, wie ich das sehe. Ja. Manchmal erlaube ich mir vielleicht nicht den Blick, dass wirklich ich mich mehr zurücknehmen könnte und mehr einfach ins Beobachten gehe. Wenn du dazu was sagen könntest, das wäre schön. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich gebe mein Bestes und schaue, ob das genügt. Dieses Jahr habe ich das erste Jahr in meinem Leben, das Jahr ohne Ziele, begonnen. Und ohne deutliche Wünsche, weil ich etwas gesehen habe, auch in der gleichen Zeit mit dieser Life Unfolding. Und zwar, ich bin mein ganzes Erwachsenenleben durch die Gegend gegangen, vielleicht sogar meine Kindheit, weil in Amerika wird das stark sozialisiert. Du kannst alles werden, was du werden möchtest. Was wünschst du dir von diesem Leben? Wenn du dir das wünschst, dann kannst du es erreichen. Das ist so stark in uns geprägt. Und dieses Jahr habe ich das erste Mal geguckt, und was ich gesehen habe, war sowas wie: Woher kommen diese Wünsche? Woher kommen diese Ziele? Und ich weiß nicht, ob ihr das besprochen habt in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam, aber wir reden ganz häufig in The Three Ps über die Formlose und die geformt. Also ein Gedanke, was wir artikulieren können, ist schon in der Form. Wir können sagen, ich habe diesen Wunsch, ich habe dieses Ziel, es ist in der Form. Aber irgendwo, bevor dieser Gedanke mir passiert, muss es nicht da gewesen sein, weil alles kommt aus dem großen Nichts heraus. Es ist ein Teil dieser Entfaltung von der Formlos in die Form und wieder zurück in die Formlos. Und plötzlich kam mir sowas wie, vielleicht geht es gar nicht darum, was ich vom Leben will, sondern was will das Leben von mir? Und es war die Idee,
ich werde geatmet, ich werde bewegt, ich werde animiert. Und vielleicht sind Wünsche nur eine Art und Weise, wie ich bewegt werde. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, wenn ich in mich hineinspüre, wenn ich einen Wunsch spüre, es ist wie, als würde das Leben mich darauf vorbereiten, dass ich dazu bald Impulse bekomme, die in diese Richtung gebe. Und ich habe begonnen, einfach diese kleine Gefühle, Wünsche, whatever, wie man das nennen möchte, wie Hänsel und Gretel im Wald, die gehen auf der Suche nach diese Krümel und ich gucke noch, was kriege ich als nächste Krümel, was kriege ich als nächste Krümel. Und es wird wie eine spannende Entdeckungsreise. Und weil ich keine festgefahrene Erwartungshaltung, was ich erreichen möchte, ist jeder Schritt überraschend aufs Neue. Und sobald das begonnen hat, hat mein Business wieder begonnen, sehr viel Spaß zu machen, weil es ist wirklich so, I don't know what's coming next. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Und wenn diese Dinge dann da sind, natürlich entstehen so irdische To-Dos. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir leben ja hier auf der Erde. Das ist auch gut so. Zum Beispiel, als ich Lea gesagt habe, ich mache mit heute Abend, hat sie gesagt, ah, okay, normalerweise schicke ich vorher, eine Woche vorher, ein Video. Also war ein To-Do-Word für Lea, ein Video zu machen für euch, sodass ihr das bekommt. Ja? Aber das Ganze hat eine neue Qualität, weil das Leben von mir einfach wollte, dass dieses Video entsteht für euch. Ist das überhaupt hilfreich, was ich gerade gesagt habe? Ja, das beantwortet das deine Frage. Ja, also das, ja, darf ich, ja genau, die, also verstehe ich richtig, dass du, nachdem du dich mit Nicola und mit Sydney Banks und so weiter beschäftigt hast, dass du dann dein Business, also deine Fragen sich zwar nicht in Luft aufgelöst haben oder die Ziel und Wünsche, sondern ja, du durch das, wie du es siehst, also dieses, was will das Leben von mir, einfach nur leichter angehen konntest. Oder hast du dadurch auch wirklich dein Business zum Beispiel umstrukturiert, hat sich daraus etwas Greifbares ergeben oder war es wirklich nur die Sache, die du siehst, also nur die Gedanken, die du hast und ja, die Perspektive, die du einnimmst? Ja. Ich würde sagen, sowas wie es hat sich einfach spannend angefühlt. Auf einmal dieses Jahr kam mir einfach eine Erkenntnis, die sowas wie, guck hin, was außerhalb von Zielen gibt. Guck mal, ob es nicht was Weiteres gibt als das. Und da bin ich drin, mitten im Experimentierfeld. Das heißt, du hast dir dieses Jahr auch, nimmst du dir nichts vor an Zielen und no ceiling, nothing, no goals. Das heißt aber nicht, dass das für dich das Richtige ist, weil ist auch spannend als Experiment, wie du es gerade sagst. Ja, ja, also ich finde wichtig, auf jeder von uns unseren Erfaltungsweg, jemand in diesem Raum heute auf ihren Erfaltungsweg, könnten sie merken, wie sie wahnsinnig plötzlich auf einmal sich strukturieren und Ziele setzen. You see? Es geht gar nicht darum, Ziele gut oder schlecht, sondern ich habe einfach in mich gespürt, dass das gerade, ich kann beobachten, dass das plötzlich spannend wurde. Das heißt, ich muss mir gar keine Gedanken machen über, brauchen wir Ziele, brauchen wir keine? Wie sehe ich To-Dos oder wie sehe ich keine To-Dos? Sondern nur beobachten, was will das Leben von mir gerade erfahren? Und mit dem zu gehen, wie auch immer es aussieht. Dankeschön. Gerne. Lea. Ja.
ich glaube auch, es ist immer wieder der Satz, deine, unsere Einsichten, Erkenntnisse, das, was das Leben uns gibt, durch die Ideen, durch was wir sehen, durch was wir neu sehen, kommt mit unserem To-Do. Und es kommt gerade ein Beispiel, weil es seit ein paar Tagen, Wochen bei Kunden ganz unterschiedlich genau dasselbe Thema sich zeigt. Es geht um Beziehungen und offene oder nicht offene Beziehungen war bei vielen gerade ein Thema. Und es gab Menschen, bei denen mir Sehen dazu geführt hat, sich neu in der Liebe zu positionieren miteinander. Und es gab Menschen, die etwas Neues darin gesehen haben und tiefer wieder zueinander in dem Moment sich gedreht haben, aber nicht das nach außen nicht die Tiefe war, sondern es kam etwas rein, das wieder irgendeinen Aspekt aufgezeigt hat und genau das Richtige war für diesen oder diese beiden Menschen. Es war einfach gerade heute und letzte Woche zwei ganz unterschiedliche Leute mit demselben Thema und es hat sich genau das Gegenteilige gezeigt. Und ich glaube, es ist look within. Yes. Also within im Sinn lebend, was nach innen, was durch uns gelebt werden will, was wir sehen, sogar wie wir die Einsichten und Erkenntnisse haben, ist in der Form individuell. Hörend, sehend, erlebend. Es ist so individuell wie diese 7-8 Milliarden Menschen. Und dann die To-Dos damit, was ist als nächstes richtig für mich auch. Also, und das ist so faszinierend, weil das bedeutet, wir müssen niemandem mehr folgen. Wir müssen keine Steps und Gurus und niemand anderes hat das, was für uns richtig ist im Moment. Und wenn es aus diesem Raum herauskommt, glaube ich, ist es auch immer richtig für das Ganze. Also diese Angst, wenn die Leine losgelassen. Ich glaube, wenn die Leine losgelassen, dann hüpfen wir auf der Wiese rum und nichts. Ja. Ja. Es ist im Innen. Was ist das? Das Leben entfaltet sich um uns herum und durch uns durch, aus innen heraus. Ja. Jeder in dem Moment anders. Elisabeth. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, die mir so dazu kommt, oder wo ich ja auch in den letzten Wochen immer wieder andocke, ist so, dass die Frage, die ich mir stelle, worüber wir sprechen, das fällt mir im Alltag so in dem, was als nächstes kommt, immer sehr leicht. Aber wo ich immer struggle, ist, sobald jemand von außen sagt, wir brauchen eine Entscheidung bis oder solche Dinge. Und in meinem Fall sind es auch recht große Entscheidungen. Das Arbeitsamt, was jetzt wissen will, Bewerbung oder Selbstständigkeit. Also wesentliche Ankerpunkte, an denen man sich dann immer wieder doch auch aufhält. Oder ja, eben auch Beziehungen oder etc. Das sind für mich immer wieder so Themen, wo ich dann so ins Wanken komme und ja, eben von außen jemand möchte, dass ich das
beschleunige? Das ist die offene Frage. Ja, meine Frage an dich wäre, Elisabeth, was hast du dazu gesehen bisher? Also was hast du gesehen darüber, wenn von außen jemand vermeintlich kommt und etwas beschleunigen möchte, wo du im Innen noch nicht so weit bist? Was hast du dazu gesehen? Also eigentlich hat sich das Bild dann nur noch mehr eingetrübt. Also das war das Einzige, was dann passiert ist. Ja, inwiefern? Ja, dass dieser innere Impuls, der manchmal auch dann, wenn er gehen darf. Ich mache es anders. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel. Ich glaube, es ist einfacher. Ich habe jetzt vor 2 Monaten dieses Gespräch gehabt im Arbeitsamt, wo es darum ging, entweder oder. Und ich hatte jetzt eigentlich ausreichend Zeit, um das mal wirken zu lassen. War auch in der Zwischenzeit 2 Wochen im Urlaub, wo ich runterkam und für mich ganz klar meinen Weg gesehen habe. Mhm. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und wusste, okay, ich habe morgen den Termin und muss morgen die Entscheidung mitteilen. Und was habe ich heute Morgen gemacht? Eine Bewerbung geschrieben. Weil ich einfach in dem Moment dachte, okay, morgen muss die Entscheidung fallen, aber ich bin noch nicht bereit. Ich weiß noch nicht, ich habe mich noch nicht ausreichend vorbereitet. Ich spüre es noch nicht so, dass ich zu 100% irgendwie dahin gehen kann. Oder ich weiß nicht, jetzt gerade, wenn ich es ausspreche, fühlt es sich vielleicht eher so an, als hätte ich da einfach nochmal einen Sturm aufgetan. Okay, das ist so spannend. Ich erzähle dir etwas, was ich gesehen habe Anfang dieses Jahres. Dieses Jahr war ein erkenntnisreiches Jahr. Ich hatte das ganz oft gehört, aber dieses Jahr habe ich es richtig, richtig gesehen. Und ich sage es auf Englisch und dann machen wir es auf Deutsch. Nämlich auch diese Entfaltung. Die Entfaltung des Lebens, das Leben, das sich entfaltet, life unfolding, es passiert in jedem Moment. Ich werde geatmet, ich werde bewegt, ich werde animiert, ich werde gestoppt. Und zwar, ich muss immer nur, um die Entfaltung zu gucken, meinen Körper anschauen. Ja? Your body is taking action and your mind is telling stories. Und was das bedeutet, also dein Körper nimmt Aktion, während dein Verstand Geschichten erzählt. Und zwar, heute kannst du nur beobachten, die Entfaltung durch dich ist, du hast eine Bewerbung geschrieben. Punkt. Das war die heutige Entfaltung, ja? Und dann gab es all die Überlegungen davor und die Entscheidung, die du gemeint hast, getroffen zu haben und die Verwirrung, die heute noch aufkommt dazu. Aber heute hast du einfach eine Bewerbung geschrieben. Und morgen gehst du dorthin, vielleicht. Oder vielleicht verpasst du den Bus und schaffst den Termin. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber morgen wird sich die Entfaltung weiter entfalten. Und du wirst dich dort sitzen sehen. Vielleicht, wenn du es dorthin schaffst. Und du wirst beobachten, ob du dich beobachten siehst, wie du über Selbstständigkeit sprichst. Du wirst dich beobachten, wie du über, was war die andere Option? Bewerben, also feste Anstellung. Bewerbefesten Anstellung. Oder wie du dort sitzt und sagst, ich weiß es immer noch nicht. Und wie du fragst nach einer Extension. We have no idea. Und das ist genau das so Schöne für mich in diesem Jahr, nachdem ich das gesehen habe, weil egal, was mein Verstand mir an Stories erzählt, ich beobachte nur, was tue ich gerade. Wie so eine Marionette. Ja, Theater. Ja, was siehst du, was hörst du darin? Ja, Leichtigkeit, also ja, also das diese Verwirrung, die gerade schon wieder hochkam, die hat sich wieder so ein bisschen gesetzt. Und ich habe einen Businessplan geschrieben und ich habe eine Bewerbung geschrieben. Ich habe beides gemacht. Okay. Ja. Ja.
Und Minute für Minute beobachtet man die Entfaltung. Und manchmal geht man ein paar Schritte in die Richtung, ein paar Schritte in die Richtung. Also auch eher der Impuls letztendlich, der hochkommt, ne? Okay. Ja, Denken gegenüber Wissen. Na? Das Wissen, wenn es da ist, es zieht uns nach vorne und wir können es gar nicht ausweichen. Spannend, sehr spannend. Vielen lieben Dank für den. Gerne, Elisabeth, gerne. Wer hatte noch was? Fühlt sich gerade an wie Nahkampf. Jeden Tag. Und was ich heute hören wollte und was für mich wichtig war, ist, wie irgendwann die Intensität einfach so wird, dass man loslassen muss, weil man, wie du hast irgendwie sowas gesagt vorher, du hast kapituliert oder du hast gemerkt, dass du es nicht mehr lösen kannst mit diesem Ding zwischen den Ohren. Ja. Und das finde ich ein wahnsinnig entscheidender Punkt. Und gleichzeitig einer, der für meinen da. Eben deshalb kriege ich aber auch so dicht um die Ohren, ja, bis ich da mich rein entspann. Und ich weiß nicht, wie viele Runden das jetzt noch braucht, bis ich wirklich mich K.O. für K.O. erklären will und mich einfach in die Hängematte reinfallen lasse. Da bin ich gerade so, da bin ich dran. Und sehe da auch etwas, was sich gut anfühlt in dieser Vorstellung, dass ich, also eigentlich möchte ich wirklich jetzt mehr und mehr in diese Hängematte und aus dem Ring raus. Mhm. Ja. Mhm. Und ich weiß genau, denn das ist das Fiese an den Three Principles, dass mir keiner sagen kann, wie es geht und wie ich es mache. Weil eben, Feuer auf Eis, es ist so gemein, es ist so fucking mean. Ja. Yeah. Und gleichzeitig großartig. Der Impuls... Der mir gerade kommt, Isa, und vielen Dank, dass du das gerade erzählt hast. Ich kann so mitfühlen, weil ich so oft in diesem Kampf gewesen bin. Ich kenne das sehr gut. Ich denke gerade an den Domino Day. Habt ihr das in der Schweiz auch? Bist du Schweizerin, Isa? Ich kenne den Domino Day, aber aus anderen... Ich habe den schon ein paar Mal mir angesehen, ja. Okay. Tatsächlich live. Ich hab den live? Echt? Ja, ich weiß nicht. Wir haben ein paar Jahre in Holland gewohnt, American Community, und ich glaube in dem, ich weiß nicht mehr genau, aber ich habe das sicher 2-3 Mal schon gesehen. Also unglaublich. Ich habe das nur im Fernsehen gesehen mit der wunderbaren Linda de Mol, die Holländerin, die das Ganze moderiert hat in der Zeit, wo ich es gesehen habe. Und für all diejenigen, kennt ihr das? Also könnt ihr mir zeigen? Nein, einige von euch kennen das nicht. Das ist, Isa, magst du das erklären, weil du da warst live? Okay. Also nicht live, also im Fernsehen live. Ja, erzähl mal, was okay, das also Konzept ist. Im Prinzip stellt man sich eine Dreifach-Turnhalle vor mit 3 Millionen Dominosteinen, die über Tage aufgebaut werden. Und am Tag X wird dann das ganze Ding eben live gestartet und innerhalb von 4, 5, 6 Minuten ist alles wieder vorbei. Also irgendwie eine Woche Aufbauarbeit, tausende von Steinen. Sie bauen zwischendurch Sicherheits,
Blockaden auf, dass wenn mal ein Stein beim Aufbauen fällt, dass nicht das ganze Ding schon zusammenkracht, bevor sie es dann live aufführen. Ja, ja. Und weshalb ich gerade an diesen Domino Day denke, Isa, ist, dass das habe ich in den letzten 5 Jahren so oft immer wieder erleben dürfen. Jedes Mal, wenn wir in eine Richtung schauen, und das tust du gerade, du guckst in diese Richtung, puh, es ist mit diesem Verstandesgetue ganz schön anstrengend. Und da drüben, so diese Entfaltung, es fühlt sich leichter an. Das ist die Richtung, in die du schaust. Es ist wie Domino Day. Allein in die Richtung zu schauen, einmal gestüpst, das Ding geht einfach seinen Weg ohne dich. Du kannst es nicht aufhalten. Es ist, it's inevitable. Was ist das Wort auf Deutsch? Es ist unvermeidbar. Unvermeidbar. Es gäbe gar keinen Weg, wie du nicht an diese Leichtigkeit kommst. Und das habe ich am Anfang meiner 3-Piece-Reise nicht gewusst. Und ich habe gedacht, ich muss was tun, ich muss X runden. Bis ich gemerkt habe, nein, das ist wie Domino Day. Es ist unvermeidbar. Ich schaue schon in die Richtung, der erste Stein ist schon gestüpst. Was hörst du darin, Isa? Ich höre das super gern. Du darfst das gerne nochmal sagen. Isa, das ist wie Domino Day. Wenn der Stein schon einmal geschützt ist, geht es von alleine weiter. Du kannst es nicht aufhalten. Es ist unmöglich. Danke. Danke dir, Isa. Wer hat noch was? Eine Frage, eine Ja-Aber oder etwas, was du gehört hast? Vor kurzem habe ich was gesehen. Letzte Woche habe ich in einem Interview darüber gesprochen. Es ist noch frisch im Kopf. Als ich nach Deutschland gekommen bin, ich war ein richtiges Landei. Ich bin von einer Kleinstadt gekommen, wo wir Kühe hatten und dann die lokale Schule und ein Walmart und nicht viel mehr als das. Und ich bin hier rüber geflogen und ich bin relativ schnell darauf nach London gegangen, so mega große Metropole. Und wir wollten natürlich die Stadt erkundigen, ich und mein Mann. Und ich hatte so Angst vor diesem Tube, you know, der U-Bahn, weil ich hatte gehört, das ist riesig und alt und es geht ewig weit nach unten. Eine Freundin hatte mir erzählt, es geht wie in like to hell, it's going all the way down to hell, in die Hölle. Und tatsächlich war das so, wir sind da runter und immer weiter runter und immer weiter runter und ich dachte, boah, das hört nicht auf. Und so viele Menschen und ich habe meine Handtasche gehalten, so an mich ran, so, dass keiner es klaut, weil ich dachte, alles sind böse. Und ich habe Gedanken gehabt, so, wie kommen wir hier wieder raus? Und wir sind dann irgendwann mal nach x Stops und durchkämpfen durch die Menge raus aus der U-Bahn und alles sieht gleich aus. Das sind Pfeile in alle Richtungen, in alle Farben und ich dachte mir, wie kommen wir hoch? Und ich habe versucht, das an den Karten zu lesen und mich damit auseinanderzusetzen, habe die nicht verstanden. Und dann habe ich geguckt, okay, wo strömen die meisten Leute hin? Dieses Berühmte an andere sich orientieren, oder? Wo gehen sie dann hin? Aber es schien mir, als wären genauso viel links nach rechts wie nach vorne gegangen, so ein Bienenschwarm. Und neulich hatte ich irgendwie diese spezielle Sache vor Augen. Weil, wisst ihr, in jeder U-Bahn gibt es an dem Boden, eingraviert in den Boden für Menschen, die nicht sehen können, so ein Wegweiser. Und Menschen, die nicht sehen können,
sie tun sich nicht in diesen gedankenverstrickenden Außen, was ist richtig und was ist falsch, sondern sie hacken sich mit ihrem Stab einfach in diesen Boden rein. Ich kann es euch gar nicht so richtig vormachen, aber ich versuche es. Und die fühlen ihr Weg nach vorne, Schritt für Schritt. Die fühlen ihr Weg nach vorne. Ich sage es nochmal, sie fühlen ihren Weg nach vorne. Und sie blenden all das andere aus. Und für mich, ich habe meinen so großen Bestandteil meines Lebens mit Sehen und Orientieren und Zerdenken von allem, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, dass ich dieses Gefühl in mir habe. Ich habe nicht gewusst, es gibt irgendwo, wo ich mich hinhaken kann. Ich müsste das wieder entdecken und ich müsste erstmal gut werden darin. Es war wie ein neues Gespür entwickeln. Du guckst in die Richtung dieses Fühlens und schon ist der erste Stein gefallen. Ich finde es unglaublich toll, bist du da, Shelia. Ja, dankeschön. Weil im Moment ringe ich manchmal damit, dass ich aus unerfindlichen Gründen die Sprache manchmal fließend spreche und nicht weiß, wie ich dazu kam. Und das bedeutet, dass ich manchmal nicht weiß, wie die Fehler beim Erlernen der Grammatik zu erklären sind, weil ich sie spreche und sie nicht gelernt habe. Und das hat mich die letzten paar Wochen umgetrieben. Ich habe immer wieder, bin ich damit gesessen und habe Reverse Engineering versucht zu machen, um die Struktur der Sprache zu erkennen, die ich einfach so spreche. Zu viel in der Fremdsprache gesprochen habe. Und es fühlt sich, ich habe unglaublich Freude, dass du, es fühlt sich an, als ob du für mich, nicht für mich, aber dolmetschen würdest, im Sinne von, wie die Sprache aufgebaut ist. Und es geht überhaupt nicht darum, besser oder schlechter, aber ich habe gemerkt, dass es Momente gibt, auch wenn ich, dass meine Kundinnen oder auch Leute sonst die Verbindung spüren oder den Raum oder das Gefühl. Aber manchmal die Sprache nicht verstehen. Und das war auch richtig, weil das hat dazu geführt, dass ich noch besser hingehört habe. Das ist überhaupt nicht, das war auch gelebt. Aber ich höre dich gerade die Grammatik erklären. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das Sinn gemacht hat. Aber Es macht total Sinn für mich. Lea, jedenfalls glaube ich, dass es Sinn für mich macht. Und das bei der deutschen Sprache. Das ist schon. Vielen, vielen Dank. Ich übergebe dir gerne das Wort zum Sonntag, zum Ende. Ja, wir haben 3 Minuten, gell? Ja. Ja, zum Schluss, du wirst tun, was du tust. Du wirst damit machen, was du machst. Du wirst beobachten. Du wirst beobachten, wie sich das Leben entfaltet. Du wirst dabei merken, dass es ohne dich geschieht. Vielleicht irgendeines Tages. Ja. Ja, es war einfach wunderbar mit euch. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, Lea, dass ihr mich in eurer Mitte aufgenommen habt. Es war ein wunderbares Geschenk. Und
Wenn du heute nichts gehört hast, das ist auch okay. Das ist, spielt keine Rolle. Ich bin so oft in verschiedene Berührungen gekommen mit diesem Verständnis und manchmal habe ich was gehört und manchmal habe ich gar nichts gehört. 0,0. Dann bin ich doch wiedergekommen, weil irgendwas war. Und egal, wo du stehst, das ist genau richtig so. Für diesen Moment.